wollen uns Counter-Strike verbieten, weil die dort gezielt killen. Aber in den Nachrichten sterben mehr Menschen als in Kriegsfilmen. Reputation ist mal wieder auf Politikerjagd, heute im Visier Dr. Franziska Giffey von der SPD. Sie ist die Bezirksstadträtin von Neukölln. Was sagt sie zu euren superpolitischen Messages? Ich bin jeden Monatsanfang im Jobcenter, weil ich die Schule voll verkackt hab. Doch euer System ist fehlerfrei, ihr würdet jederzeit uns zur Seite stehen. Ich glaub, wir passen nicht in Schema rein, ich leiste keinen Widerstand. Dazu hab ich zu viel Angst. So, Frau Dr. Giffey, Prost. Hartes Zeug. Wir sind hier aber nicht zum Tee trinken, sondern Reputation ist im Einsatz. Wir haben ein paar Videos mitgebracht. Haben Sie Lust, die sich mal anzugucken? Na klar, gerne. Okay, na dann geht's los. Doch euer System ist fehlerfrei, ihr würdet jederzeit uns zur Seite stehen. Ich glaub, wir passen nicht in Schema rein, ich leiste keinen Widerstand. Dazu hab ich zu viel Angst, Gleichberechtigung findet man nur noch im Niemandsland. Wir sind so richtige Schmarotzer, wir leben in der Demokratie auf Kosten anderer. Und als die Menschheit ihren Tiefpunkt erreichte, verlieh man Friedensnobelpreise. Frau Dr. Giffey, das ist ein Jugendlicher aus Ihrem Bezirk, aus Neukölln. Wie hat es Ihnen gefallen? Na, das ist natürlich eine Zusammenfassung von gesellschaftlichem Frust, von ja, den all den Problemlagen, die hier ganz bekannt sind, mit denen die jungen Leute in unserem Bezirk auch konfrontiert sind und jeden Tag leben. Da ist Versagen in der Schule dabei, da ist das Leben in Hartz-IV-Familien dabei, da ist dabei, dass man ständig zwischen zwei Identitäten sich bewegt, nämlich zwischen der in Deutschland geboren zu sein, aber eigentlich doch nicht so richtig sich zu Hause zu fühlen. Der Grund, warum sich Menschen hier nicht zu Hause fühlen, ist wahrscheinlich genau dieses Hin- und Hergerissensein. Man hat einerseits die Familie, andererseits die Schule, das Leben hier. Und ich sag mal, wir selber als diejenigen, die sozusagen zur deutschen Mehrheitsgesellschaft gehören, prägen auf bestimmte Dinge. Wir sprechen zum Beispiel von dem Anteil von NDH-Kindern in unseren Schulen. Was ist das denn, NDH? NDH bedeutet nicht deutscher Herkunft. Das heißt also der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund. Und ich erlebe das ganz häufig, wenn ich mit unseren jungen Leuten im Gespräch bin, wie die sich merkwürdig fühlen, ein NDH-Kind zu sein. Ja? Also wie so eine Art zweiter Klasse-Stempel. Ich habe das Leiden gesagt, gib mir eine Chance, gib mir dieser Welt ihren Glanz. Aber sie glauben im Ernst, ich werde besessen nach Macht, denn diese Menschen haben einfach nur Veränderung Angst. Er hat in seinem Lied ja gesagt, was ist eigentlich meine Perspektive? Kann ich diese Gesellschaft überhaupt gestalten? Und das ist eine ganz wesentliche Frage. Junge Leute brauchen eine Perspektive. Die müssen den Sinn darin sehen, in dem, was sie tun, in ihren Bemühungen zu lernen. Also wenn jemand sagt, es hat doch hier eh alles keinen Sinn, ich werde Hartz IV, dann bringt das alles nichts. Das heißt, die Aufgabe der Politik ist letztendlich, jungen Menschen Perspektiven zu eröffnen. Und das heißt, ihnen gute Bildungschancen zu geben. Hat die Politik das versäumt oder warum fühlen sich so viele Jugendliche so? Der Leistungswille und das Lernen wollen kann ja leider nicht politisch verordnet werden. So, ich sag mal, für mich ist die Frage, wie kann Politik gegensteuern? Wir sehen, dass viele Kinder zu Hause nicht genügend gefördert werden können. Gar nicht mal, dass Eltern es nicht wollen. Ich glaube erstmal per se, Eltern wollen das Beste für ihr Kind. Aber manche können es nicht. Wir haben 28.000 Analphabeten in Neukölln. Die können ihren Kindern nicht beim Satz des Pythagoras helfen. Völlig klar. Das heißt, das muss ausgeglichen werden durch den Staat letztendlich, durch staatliche Angebote. Und deshalb bin ich eine Verfechterin der gebundenen Ganztagsschule. Das heißt, die Kinder haben ein gutes Angebot von 8 Uhr bis 16 Uhr mit Unterricht, mit Freizeit, mit Betreuung, mit Hausaufgabenhilfe. Das soll alles in der Schule sein. Wir bauen in Neukölln den gebundenen Ganztagsbetrieb aus. Das heißt also, dass wirklich die Kinder verbindlich in der Schule sind und nicht um 2:30 schon zu Hause vorm Fernseher sitzen. Die Verletzung der Schulpflicht ist ja strafbar im Prinzip. Ja? Da gehen Sie ja auch ziemlich hart gegen vor mit Bußgeldern, ist das richtig? Ja. Naja, es ist so, dass man sich einiges erstmal geleistet haben muss. Es muss so sein, dass eine Schulversäumnisanzeige gestellt wird. Die erfolgt erst, wenn man 10 Tage hintereinander unentschuldigt gefehlt hat. Wir gehen so vor, dass wir es auch eintreiben, auch bei Leuten, die Hartz-IV-Empfänger sind, wenn sie bei Rot über eine Ampel fahren, müssen sie auch das Bußgeld zahlen. Wir müssen im wahrsten Sinne des Wortes Land gewinnen und wollten Freiheit, doch sie nennen uns Terroristen, falls wir unsere Fahne hissen sollen. Sie lehnen sich gegen die Stimme des Volkes, verhindern unseren Willen zu folgen, während die Wahrheit schon verstorben ist. Doch meine Schwester sagt, die Jungs
sie an. Siehst du diese Menschen? Siehst du, wie sie bluten? Aber siehst du, wie sie kämpfen? Diese Menschen leben ja sowieso schon oft ein bisschen am Existenzminimum und in Armut. Denen nun noch das Geld wegzunehmen, was meinen Sie, wie sich so jemand fühlt dann? Der könnte zum Beispiel einfach mal sich so fühlen, dass er dafür sorgt, dass sein Kind in die Schule geht. Also ich sag mal, das ist ja keine Repressalie, die man einfach so macht. Ich sag's nochmal, wenn Sie bei Rot über die Ampel fahren, egal ob Sie wenig oder viel Geld haben, Sie zahlen. Wenn Sie falsch parken, dann zahlen Sie. Es kann nicht sein, dass Falschparken mehr geahndet wird als Schulversäumnis. Schulversäumnis und Schulschwänzen hat viel, viel größere gesellschaftliche Konsequenzen als vielleicht ein Falschparken. Und ich sag mal, jeder hat doch die Wahl. Niemand muss dieses Bußgeld zahlen. Er kann einfach sich darum kümmern, dass sein Kind in die Schule geht. Und das ist der Punkt. Ich komm nicht aus dem Arsch, verbring Tage mit einem Haufen Gras und verlass die Wohnung nicht, weil ich nicht nach draußen mag. Ja, ich bin gestört, wer ist es heute nicht? In der Welt, wo man gewinnt, wenn man Ausbeuter ist. Ich kann tausende Sklaven sehen, die versuchen frei zu laufen, aber gerade gehen. Ich muss nur nach draußen auf die Straße sehen und kann tausende Sklaven sehen. Wer sind denn diese Sklaven? Was meint ihr denn damit? Na, aus meiner Sicht sind es die Menschen, die in einer geregelten Arbeit nachgehen, die sich sozusagen vom System vereinnahmen lassen. Das hören wir ja sehr häufig, dass junge Leute sagen, na, ich bin doch nicht bescheuert, ich kann doch wunderbar leben von Sozialleistung, Hartz IV oder wie auch immer, wieso soll ich mich denn anstrengen? Im Job kann ich doch sowieso nicht so viel verdienen und muss dafür noch früh aufstehen und alles machen. Also insofern gibt es da schon eine Stimmung von, warum soll ich denn? Es gibt doch auch einen anderen Weg. Und die Leute um mich rum denken nur an ihren Arsch. Bin ich ehrlich zu mir selber, mach ich sie nach. Ich hustle jeden Tag und bin von Reizen überflutet. Und das Weed wird wie Gift, doch ist eigentlich was Gutes. Tja, welche Geschichte erzählt dieser Rapper da? Was haben Drogen eigentlich auch mit dieser Welt? Naja, das ist natürlich ganz eng damit verknüpft, dass wir auch viele haben, die sich eben in diese Drogenwelt flüchten. Und es ist ja auch so, wenn eben die Perspektiven für einen Lebensunterhalt in der normalen, sag ich mal, in der normalen Arbeitswelt nicht da sind, sucht man sich andere Felder. Und das ist natürlich, der Drogenhandel ist ein Riesenthema, auch an den Schulen, auch bei jungen Leuten, die sozusagen abgleiten ins Schulschwänzen. Da ist sehr häufig dann auch die Frage, wie kommen sie ins Drogenmilieu, wie wird da einfach gesagt, naja, da kannst du schnelles Geld verdienen, da kannst du dir alle Wünsche erfüllen, die du dir mit, sag ich mal, ehrlicher Arbeit nicht erfüllen kannst. Und es ist ja so, junge Leute haben ja Träume, die wollen sich Wünsche erfüllen. Ich sag mal, die wollen ein tolles Auto fahren, die wollen all die Dinge. Und das ist eben nicht zu machen, wenn man keinen Job hat, der das bietet. Und wenn man eben, wenn die Schulbildung so aussieht, dass man die Schule ohne Abschluss verlassen hat oder nur mit einem ganz schlechten Hauptschulabschluss, dann sind die Perspektiven der Wunscherfüllung sehr weit weg. Und dann sucht man sich andere Wege. Bei diesem Thema kommt natürlich immer die Frage der Legalisierung von Cannabis auf. Wie stehen Sie dazu? Bin ich total dagegen. Weil ich nicht dafür sein kann, wenn Drogen, die Menschen krank machen, die Menschen kaputt machen, auch noch legal werden. Ich bin völlig dagegen. Ich bin auch sehr dafür, dass es Nichtraucher oder das Rauchverbot konsequent umgesetzt wird und eine Legalisierung von Drogen, die Menschen wirklich krank und abhängig machen und noch mehr in die soziale Isolation führen, kann ich nicht befürworten. Leider lebt ich nicht lang genug, um zu testen. Was ich besser hätte machen können, gestern bleibt gestern, ja. So sieht es aus und nicht anders. Zufrieden sein ist schwer, aber geh weg, Mann, ich kann das. Und ja, ich bin gestört, wer ist es heute nicht? In einer Welt, wo man gewinnt, wenn man Ausbeuter ist. 2013 ist ja, war ja auch so eine Art Contest, wie bei uns, wie bei Reputation. Wir haben unsere Kandidaten in drei Kategorien bewertet. Das erste ist Flow, das zweite ist Message und das dritte ist Performance. Punktevergabe von 0 bis 3, 3 ist das höchste. Wie würden Sie denn den Kanzlerkandidaten der SPD beurteilen? Per Steinbrück in den Kategorien Flow. Naja, also wenn man das Flow unter Wortgewandtheit oder Textfluss versteht, dann würde ich sagen, da hat er schon alle Punkte beisammen. Also das kann er. Drei Punkte. Ja. Message. Da ist er ab und zu mal ein bisschen schwierig unterwegs. Ja gut, also das ist natürlich, ich sag mal, er ist auf jeden Fall ehrlich, sagt, was er denkt, das sagen ja die Rapper auch. Ne? Wie das manche Leute finden, ist natürlich die andere Seite. Würde ich meine 2 geben. Und Performance, ist er eine Rampensau?
Ja, also auch da ist ja die Frage, was man dann so unter Rampensau versteht. Also für mich ist ja so ganz wichtig, dass Politiker auch Sympathieträger sind. Ne? Das ist, weil ich glaube, dass Wahlen auch nach Sympathie entschieden werden. Also das ist ganz wichtig, dass die Leute sagen, den finde ich vom Herzen her nett. Ich kann mir vorstellen, dass ich ihm meine Stimme gebe, weil ich ihm vom Menschlichsein, von der Person her vertraue. Und da denke ich, da mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Ja, ob 1-2. Ich kann tausende Sklaven sehen, die versuchen frei zu laufen, aber gerade gehen. Ich muss nur nach draußen auf die Straße sehen und kann tausende Sklaven sehen. Schon längst unterwegs ist und dass wir uns vollkommen falsch konzentrieren bei der Drogenpolitik, ja. Dann, ich habe als Jugendliche auch ein paar Sachen probiert und genommen eine ganze Zeit lang, also Rauchen sowieso, ja. Mhm. Und irgendwann war für mich auch die Stelle da, wo ich gesagt habe, nee, also eigentlich würde ich mit meiner Zeit noch was anderes anfangen, als dann irgendwie, weißt du, so auf der Matratze zu hängen und Musik zu hören und zu machen. Ja. So. Es gibt auch andere Sachen, da habe ich mich dann eher...